Freunde, da sind wir wieder mit den MMA-News am Montagabend. Jede Menge Khamzat Chimaev in dieser Folge. Die Kampfkommission in Nevada ermittelt bezüglich UFC 279 und Elias Theodoro stirbt mit erst 34 Jahren. Das und noch einiges mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein und es wird, wie schon angekündigt, jede Menge um Khamzat Chimaev gehen. Das, was einige Leute über ihn sagen, das, was er gesagt hat, die neue Rolle als Bösewicht, die er scheinbar auch ein bisschen annimmt, darüber sprechen wir. Wir fangen an mit Josh Thompson und Big John McCarthy, die in ihrem Podcast drüber gesprochen haben. Und vorweg muss man vielleicht sagen, natürlich in so einem Podcast muss man auch irgendwas liefern, was vielleicht eine Kontroverse bietet, irgendeine Meinung raushauen, das macht Chael Sonnen nicht anders, so auch Josh Thompson und Big John McCarthy. Es ging um Khamzat Chimaev. Und wir fangen erstmal an mit der Aussage von Josh Thompson, dass er meinte, der Kerl hat jede Menge Talente, jede Menge herausragende Talente. Ringintelligenz gehört aber definitiv nicht dazu. Denn er sagt, Chimaev hat jetzt in seinem Fight gegen Kevin Holland jede Menge Energie verballert, um diesen Takedown zu holen. Und auch den Kommentatoren ist aufgefallen, dass er schon sehr schwer am Atmen gewesen ist, in dieser kurzen Zeit, die wir da gesehen haben. Und er sagt, dass er glaubt, früher oder später gerät er an jemanden, der für all das eine Antwort hat, der nicht so schnell wie Kevin Holland in einer unangenehmen Situation ist, der das Grappling vielleicht auskontern kann oder der diese Situation auf dem Boden überlebt. Und dann hat er ein großes Problem, weil er mit seinen Kräften einfach am Ende ist. Also, das ist die Aussage erstmal und ihr kennt das, jetzt werdet ihr meinen Senf dazu bekommen. Jede Medaille hat zwei Seiten und wer jetzt vielleicht schon ausmachen will wegen dieser wegen diesem 5-Euro-Phrasenschwein-Spruch, lasst mich erstmal weitermachen. Natürlich ist es richtig, was jetzt hier Josh Thompson gesagt hat. Was wäre passiert, wenn wir eine zweite Runde gesehen haben? Was wäre passiert, wenn Kevin Holland das überstanden hätte? Aber diese Was-wäre-wenn-Fragen, die es ja auch immer freitags gibt in dem Video Frag Let's Fight, die kann ich bei jedem Fight und in fast jeder Situation stellen. Was wäre passiert, wenn das gewesen wäre? Was, wenn das gewesen wäre? Was wäre, wenn Alex Pereira es nicht geschafft hätte, Strickland K.O. zu schlagen relativ früh? Was wäre dann in den späteren Runden passiert? Dieses Spielchen kann man immer treiben. Jetzt hat es hier allerdings schon einen wahren Kern. Ich hatte auch das Gefühl, da hat aber jemand wirklich fast seine komplette Ladung verballert in der ersten Minute gefühlt. Das ist natürlich ein Spiel mit sehr hohem Risiko. Und es ist sehr schade, dass wir nicht in so eine Parallelwelt reinschauen können, was wäre gewesen in einem möglichen Fight gegen Nate. Und nein, ich will jetzt nicht sagen, Nate hätte Chimaev irgendwie locker besiegt oder umgekehrt. Das ist ein Szenario, man kann darüber fiktiv sprechen, aber einen Fakt kann ich euch jetzt sowieso nicht nennen. Weder für die eine noch für die andere Seite. Aber das wären für mich so ein bisschen Conor McGregor-Vibes. Conor ist natürlich ein anderer Fighter als Chimaev, der das Ganze im Stand macht. Aber auch Conor hat im Fight gegen Nate einfach seine Energie rausgeballert und hatte dann große Probleme. Das geht natürlich auch mit Grappling. Es gibt keinen Grappler auf dem Planeten, der dieses Tempo, was Chimaev geht, 5 Runden lang durchhält. Kein Grappler schafft das. Auch die Grappler, wo wir sagen, herausragende Ausdauer, super Kondition, haben das nicht über 5 Runden so gemacht. Auch ob es ein Usman ist, ob es ein Colby ist, auch ein Khabib ist dieses Tempo nicht über 5 Runden gegangen. Aber wir können jetzt natürlich auch nicht anzweifeln, dass Chimaev seine Taktik anpasst, wenn er dann doch mal gegen einen Gegner antritt, wo er das Gefühl hat, okay, der wird mir was entgegensetzen. Ich glaube, jetzt war einfach die Zuversicht komplett auf seiner Seite. Er war davon überzeugt, Holland hat nichts für mich im Grappling auf dem Boden. Und deswegen ist er so selbstbewusst mit so viel Ausdauereinsatz reingegangen in diese Situation. Ist das ein Risiko? Natürlich ist es ein Risiko, aber wenn es funktioniert, auch einem Striker wirft man nicht vor, dass er den Fight relativ schnell beendet. Dass er bam, 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 2 links, 2 rechts, dann liegt einer, dann sagt man auch nicht, oh, da hat er jetzt aber viel Energie verballert, wenn der nicht K.O. gegangen wäre, was wäre in Runde 15 gewesen? Das ist eine schwierige Debatte. Im Kern finde ich schon, ich habe das in dem, Ogun und ich haben nochmal über UFC 279 auf dem zweiten Kanal, 2 Pech und Schwefel, ja, ein bisschen Eigenwerbung muss sein, haben wir nochmal drüber gesprochen, etwas länger über UFC 279 und halt auch über diese Situation mit Chimaev und für mich die Rolle seines Teams. Sein Team hat für mich absolut die Rolle, zu schauen, ihn da ein bisschen einzufangen.
und ihn gameplanmäßig besser an einigen Punkten einzustellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Gameplan war, dass man gesagt hat, pass auf, geh all in. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mit Sicherheit, dass man gesagt hat, nutz dein Grappling. Das ist ein guter Gameplan. All in, da bin ich mir nicht so sicher. Ihn da einzufangen, ihn da etwas runterzubekommen, dass er nicht vielleicht auch so emotional, weil man kann natürlich auch beim Grappling emotional kämpfen, dass man einfach unbedingt diesen Takedown haben will und dann einen Slam macht, noch einen Slam. Das verballert wahnsinnig viel Energie. Man wird natürlich trotzdem auch ein bisschen das Gefühl nicht los, der Bursche finisht seine Fights in 1 oder 2 Minuten und bekommt dabei keinen Treffer ab. Jetzt sucht man so ein bisschen das Haar in der Suppe, wo man sagen kann, das war jetzt aber nicht ganz so optimal. Wenn er die Fights weiterhin so finishen kann. Und Kevin Holland ist ja ein guter Gegner. Zwar kein Top-5-Gegner, keiner, der jetzt auf dem Weg zum Titel steht, aber ein sehr, sehr guter Gegner. Ich glaube nicht, dass er das gegen Leute wie Usman machen kann, gegen Colby machen kann, gegen Izzy machen kann, aber dafür hat er auch noch Raum, sich weiterzuentwickeln. Und ich hoffe da auf sein Team, dass sie ihn da ein bisschen einfangen können und eventuell einen besseren Gameplan an der einen oder anderen Stelle an die Hand geben, wenn es vielleicht mal nicht klappt, innerhalb der ersten Minute oder der ersten Runde den Fight so für sich zu entscheiden. Eine andere Debatte, die ebenfalls in diesem Podcast von Thompson und McCarthy aufgebracht wurde, war die Frage des Weight Cuts. Und ich muss selber auch nochmal vorab dazu sagen, na klar, einer hat sich, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr von dem Zuschauer unter dem letzten Video, hat es auch drunter geschrieben. Natürlich war da auch ein kleiner Denkfehler von meiner Seite dabei, dass Chimaev schlussendlich auf der Waage stand und was waren es, 8 Pfund oder sowas um den Dreh, drüber gewesen ist, heißt ja nicht, dass der Ringarzt oder dass der Arzt ihn auch bei 8 Pfund drüber geraten hat, hör auf mit dem Weightcut. Ich gehe davon aus, dass er deutlich näher war. Es gibt Berichte von, er war bei 173 Pfund und es ging dann um die letzten Meter. Ich kenne natürlich keine offiziellen Zahlen, aber ich gehe davon aus, wenn der Arzt ihm sagt, du stoppst jetzt den Cut und er den Cut auch stoppt und er wurde ja dann beim Essen auch gesehen, logisch, dass dann wieder mehr Gewicht draufkommt. Also diese 8 Pfund waren, glaube ich, nicht zu dem Zeitpunkt da, als der Arzt ihm den Tipp gegeben hat, lass es sein. Aber, also das ist auch ein kleiner Denkfehler von mir. Klar, die 8 Pfund war da wahrscheinlich nicht drüber. Schlussendlich, als ihm der Cut dann sowieso egal war, beziehungsweise er den nicht mehr weitergemacht hat, ob es dann 8 da waren oder am Ende 15 drüber, ist dann eigentlich irrelevant. Wichtig wäre genau zu wissen, wie viel wog er denn oder wie viel wiegt er normalerweise zu dem Zeitpunkt, an dem er jetzt von dem Arzt aufgehalten wurde. Wenn er normalerweise genauso viel wiegt, dann ist die Frage natürlich legitim, warum wurde das Ganze gestoppt. Aber John McCarthy hat sich da auch eingemischt, weil er sagt, er kennt auch diesen Arzt, um den es hier geht. Er sagt, hey, wenn der dich stoppt, dann heißt das, du hast vorher schon irgendwas falsch gemacht. Dann ist das jetzt auch nicht die Schuld von dem Arzt, sondern du hast vorher schon Fehler gemacht, um überhaupt in diese Situation zu kommen. Und was wäre denn jetzt die Alternative gewesen? Dass der Arzt dir sagt, nee, pass auf, wir probieren es einfach, du testest das und du fällst dann aus und dann haben wir halt Pech gehabt. Ich glaube, das war auch der Grund, also das ist nur meine Theorie, wir sprechen gleich nochmal über Dana White hat auf diese Verschwörungstheorie geantwortet, dazu sage ich auch noch gleich was. Meine Theorie ist, die UFC hat gesehen, Chimaev hat große Probleme mit dem Weight Cut. Ich gehe davon aus, dass er die auch da einfach mit ins Boot geholt hat, dass die relativ früh Bescheid wussten. Der wird wahrscheinlich den Cut nicht machen. Und die UFC stand jetzt vor der Wahl zu sagen, meinetwegen macht den Cut weiter. Ich weiß nicht, ob das von Chimaev ausging, dass er gesagt hat, ich mache den Cut auf keinen Fall weiter. Oder ob die UFC gesagt hat, lass es lieber mit der Angst im Hinterkopf. Nachher fällt er komplett aus. Und zwar nicht, weil er jetzt nicht das Gewicht geschafft hat, sondern weil er zusammenbricht. Weil er Krämpfe hat und vielleicht Nierenversagen hat und ins Krankenhaus kommt. Der ist gesundheitlich gar nicht dazu in der Lage zu kämpfen. Ich glaube, die UFC hat dann so ein bisschen unterschätzt, was Diaz auf der anderen Seite sagt. Und Diaz hat einfach gesagt, nee. Die UFC hat, glaube ich, damit gerechnet, okay, Chimaev ist ein bisschen drüber. Wir stoppen jetzt den Cut und bieten Diaz dann einfach diese 30% der Gage an. Und Diaz hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ich kann es nicht belegen. Ich glaube, dass es so abgelaufen ist. Das macht für mich so mit am meisten Sinn. Und das ist auch, um da jetzt mal Diaz vom Haken zu holen, das ist ein gutes Recht. Man einigt sich vertraglich auf ein Gewicht, weil sonst könnte man das lassen. Sonst könnte man einfach sagen, pass auf, wir machen Open Weight, wir beide kämpfen gegeneinander, das Gewicht ist egal. Dann kann man das von Anfang an festlegen. Aber man hat sich auf 170 Pfund festgelegt und es ist das gute Recht von Diaz dann zu sagen, nee, machen wir nicht. Hat er dann auch gemacht und das war dann das Problem der UFC. Ich glaube, die UFC hat damit gerechnet, dass Diaz sagt, was soll's, ich nehme die 30% von Chimaev und wir kämpfen trotzdem. Dann hat er Nein gesagt und dann musste man das Ganze kurzfristig umstrukturieren. Josh Thompson, der ja auch ehemaliger Fighter ist, hat dazu auch nochmal eine sehr eigene Meinung und er sagt,
Schlussendlich hätte Shimaev natürlich trotzdem diesen Cut machen können. Nur weil der Arzt ihm das sagt, dass er den Cut nicht machen soll, er ist ein erwachsener Mann, er kann trotzdem den Cut weitermachen. Ob die UFC ihn dann, ich weiß nicht, ob die UFC so drauf ist, dass sie sagt, pass auf, wir sagen jetzt nein. Wenn du ja sagst, kämpfst du auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass die UFC das macht. Dann sagen die, okay, dein Risiko, wir hoffen, dass es gut geht. Und Josh Thompson sagt halt, mein Arzt hat mir schon viele Ratschläge gegeben, an die habe ich mich ebenfalls nicht gehalten. Du sollst weniger laufen, du sollst das nicht machen, du sollst vielleicht keine Schläge gegen den Kopf bekommen. Sind alles mit Sicherheit Ratschläge vom Arzt, an die sich auch kein anderer Kämpfer hält. Also, sowohl Thompson als auch McCarthy lassen hier Shimaev nicht vom Haken. Und ich muss auch dazu sagen, natürlich habe ich jetzt von seinem Team auch Aussagen gelesen bezüglich Shimaev, wie hart dieser Cut gewesen ist und dass er seine Gage angeboten hat. Ja, im Endeffekt, natürlich im Sinne von Khamzat Chimaev sage ich, soll er diesen Cut nicht mehr machen. Das, weil gesundheitlich wird ihm das nichts bringen und auch wenn ihm das scheinbar egal ist, die Meinung der Fans hat sich jetzt schon so verfestigt, Khamzat ist ein Weight Bully. Ist jemand, der einen riesengroßen Cut macht, mehr als alle anderen, hatte schon zweimal Probleme. Wir sehen, wie oft hatte Khabib Probleme, das Gewicht zu machen im Leichtgewicht? Ich glaube, zweimal. Einmal wurde es abgebrochen und einmal war er drüber, da hat er wirklich das Gewicht verpasst. Also einmal wurde der Kampf abgesagt, einmal war er drüber und die Geschichte über seinem letzten Fight, wo es die Theorien gibt, ob er drüber war und die UFC das einfach nur vertuschen wollte. Auch hier gibt keine Beweise. Aber bei Khabib hält sich das ja auch. Nicht als Gerücht, sondern als Meinung unter vielen Fans, die sagen, ja, der hätte eigentlich in der höheren Gewichtsklasse kämpfen sollen. Bei Shimaev natürlich beim Kampf gegen Burns Probleme gehabt, den Cut zu machen. Jetzt mit diesen 8 Pfund drüber. Ich weiß, wenn man nochmal genau nachrechnet, der war wahrscheinlich nicht so hoch drüber, als das gestoppt wurde, aber die 8 Pfund steht jetzt als Zahl halt auf der Waage, die wir als Fakt haben. Wird keine leichte Zeit haben, wird es schwer haben, dass sein Erfolg im Weltergewicht, wenn er das Gewicht nochmal schafft, auch anerkannt wird. Da werden viele sagen, ja, nee. Keine Kunst. Wenn er nur gegen kleinere Männer ankämpft, wenn er nur den Gewichtsvorteil hat als Grappler, das wird ihn natürlich begleiten. Ich denke, dass es wenig daran vorbeiführt, dass Khamzat Chimaev die Division wechselt. Im Endeffekt, als Kampfsportfan sage ich auch, gut, vor allen Dingen für seine eigene Gesundheit. Dass er krampft und dass ein Ringarzt sagt, ja, warum sage ich immer Ringarzt? Dass ein Arzt sagt, lass es sein, das ist nicht förderlich für dich. Und dass er beim letzten Mal schon Probleme hatte, zeigt doch eigentlich, dass er zu große Probleme damit hat und dass es gefährlich ist, diesen Cut zu machen. Warum? Soll er einfach ins Mittelgewicht gehen? Bisschen Muskelmasse vielleicht noch draufpacken? Bin mir sicher, ist genauso ein spektakulärer, brutaler Kämpfer im Mittelgewicht wie im Weltergewicht. Die Meinung der Fans auf jeden Fall hat sich ja schon vielleicht nicht um 180 Grad gedreht. Hat immer noch natürlich viele Supporter, aber ich habe es schon in anderen Videos gesagt, der Gelegenheitsfan war da jetzt ein bisschen abgefuckt. Von den Mittelfingern, von den Aussagen. Ich meine, grundsätzlich, Shimaev sagt, ey, was mir wichtig ist, ist mein Team, meine Familie, mein Geld. Das sind erstmal die Sachen, die mir wichtig sind. Verstehe ich auf eine Art natürlich auch. Aber die Fans sind natürlich auch die, die ihm ermöglichen, überhaupt so viel Geld hier zu machen für seine Familie. Ohne die Fans, ohne uns 0815-Fans, würden die Fighter nicht so viel Kohle verdienen, egal welchen Fighter wir jetzt nehmen würden. Wenn es nicht so eine Masse an Fans geben würde, und das ist auch immer wieder, wenn ich den Kritikpunkt höre, ja, die ganzen Casual-Fans, das ist ein Begriff, den ich sowieso nicht mag, aber die Gelegenheitsfans gehen mir auf die Nerven. Hey, ohne Gelegenheitsfans würden die Fighter wahrscheinlich alle ein Tausender oder sowas verdienen für den Kampf, weil es gibt deutlich mehr Gelegenheitsfans und die sorgen halt für die große Masse an Geld, die dort verdient werden kann. Und daher bin ich froh für jeden, der reinschaut beim MMA und sagt, ey, ich mache das ganze Ding größer und bekannter. Auch für die Fighter, weil die da halt einfach mehr Kohle verdienen können. Dass Shimaev aber für mich auch so ein bisschen mit dieser Rolle des Bösewichts spielt, zeigt jetzt so eine Aussage, die gefallen ist da über Khabib. Mini Khabib, das ist ein weiblicher, großer Khabib Nurmagomedov-Fan, die ja geschrieben hatte, dass sie Shimaev dort gesehen hat in dem Restaurant und sehr verwundert war und sich Sorgen gemacht hat, findet der Fight überhaupt statt, weil er da am Trinken war, also viel Wasser getrunken hat, gegessen hat. Ja, immer natürlich kann man sagen, schon ein bisschen snitchig, da sowas dann an die Öffentlichkeit zu bringen und einen dann so zu verpfeifen. Aber gut, keine persönliche Beziehung zu dem Fighter soll sie machen. Shimaev hat auf jeden Fall geantwortet unter diesem Beitrag. Ich habe zu viel Tiramisu gegessen und deswegen wurde mein Kampf gegen Tony Ferguson 5-mal abgesagt. Das wird jetzt natürlich als Spitze gegen Khabib von einigen verstanden. Ich persönlich sage, Leute,
Wollen wir den Spaß komplett canceln? Wollen wir keinen Witz, keinen Gag mehr zulassen? Ich glaube, das war einfach nur ein Witz, weil es gepasst hat. Mini-Khabib und er, den sollte ein Gag sein, sollte ein Spruch sein. Ich gehe jetzt nicht davon aus, also ich versuche nicht immer zu viel hinein zu interpretieren, dass man da jetzt sagt, oh, will er jetzt vielleicht Khabib eins auswischen und will er ihn damit bloßstellen und beleidigen? Cool bleiben. So schnell geht auch ein Gesichtsverlust nicht, dass man da jetzt, du hast meine Ehre beleidigt, öffentlich, du hast gesagt, ich esse Tiramisu und habe fünfmal den Fight deswegen verpasst. Ich fordere dich heraus und da gibt es einen Klatscher mit dem Handschuh. Ich glaube, das war einfach nur ein Gag, aber Chimaev ist, glaube ich, wirklich einer, der juckt sich nicht darum, wie seine Außendarstellung ist, wie die Meinung von Fans zu ihm ist. Das ist ein schmaler Grat, weil ich habe es ja gerade am Anfang gesagt, natürlich ist man den Fans ein Stück weit auch einiges, man schuldet ihnen nichts, aber eine gewisse Dankbarkeit, weil die sorgen halt dafür, dass die Fighter so gut verdienen können. Ohne die Gelegenheit, oder ohne uns alle, würde das Ganze nicht so am Laufen bleiben, wenn wir nicht bezahlen würden, wenn wir nicht zuschauen würden. Ohne uns wäre das alles nicht möglich. Und dass Chimaev sehr stark polarisiert, hat man auch an Aussagen unter anderem von Conor McGregor gesehen. Gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, Conor McGregor, wenn ein großer Pay-Per-View ansteht, sagt er in der Regel eigentlich immer etwas. Aber Conor McGregor Aufmerksamkeit ist für einen Fighter immer gut. Wobei ich glaube, Chimaev ist über diesen Punkt hinaus, dass er das jetzt braucht. Aber Conor hat natürlich nochmal eine andere Gefolgschaft an Fans, an Followern. Wenn er da irgendwie in so einen öffentlichen Diskurs mit dir reingeht und es hin und her geht, dann schauen nochmal deutlich mehr Leute zu. Und ich möchte halt auf den Punkt eingehen, darum geht es mir, weil gut, Nate, ich glaube, der war auch ein bisschen in einer anderen Atmosphäre im Anschluss an diesen Fight, hat einige Fragen bekommen ob der, auf der Post-Fight-Pressekonferenz und auch seine Meinung zu Chimaev und da, was waren die genauen Worte, irgendwie lame, scared, boring, rookie, pussy, also hat alles irgendwo einfach rausgehauen. Aber McGregor ist mit ins selbe Boot reingesprungen und hat gesagt, ja, ich fand die auch nicht so berauschend, die Performance von Chimaev. Er war verängstigt vor einem Schlagabtausch im Stand. Verängstigt dieses, also es gibt einige Worte, mit denen ich diese Performance beschreiben würde von Khamzat Chimaev. Verängstigt passt da jetzt für mich nicht so sehr rein. Kevin Holland hat ja quasi so einen Mini-Seitenhieb losgelassen. Ne? Der hat ja selber gesagt, ja, dieses Grappling-Match, ich meine, diesen Kampf habe ich verloren. Ob das jetzt wirklich ein Seitenhieb in Richtung Chimaev war, sondern einfach nur die Tatsache mit, ich habe auch nichts anderes machen können, als zu grappeln in diesem Fall. Es gab keinen Treffer, den ich irgendwie landen konnte. Auch hier, grundsätzlich, der Gelegenheitsfan, glaube ich, feiert es, wenn Fäuste fliegen, Schienbein auf die Stirn trifft, wenn der Fight im Stand abgeht. Aber Grappling ist ein grundlegender Bestandteil des MMA. Und ich mache ja auch keinem einen Vorwurf, der sagt, boah, ich finde Grappling kack langweilig. Ist okay, Geschmäcker sind verschieden. Dann ist man aber vielleicht wirklich beim Kickboxen oder beim Boxen einfach besser aufgehoben. Es gibt Bare Knuckle FC, also es gibt so viele Alternativen, wo man sagen kann, da habe ich mit diesem Grappling-Zeug nichts am Hut. Grappling gehört einfach mit dazu. Ja, es mag vielleicht für den einen oder anderen ermüdend sein, wenn Fighter gar nicht die Gelegenheit bekommen, ihre Stärken abzurufen. Aber das ist ja jetzt nicht die Schuld des Gegners. Wenn jetzt einer eine super Takedown-Verteidigung hat, dann können sich ja auch nicht die Fans des Grapplers hinstellen und sagen, ja, das ist aber schon unfair, dass der Fight jetzt überhaupt nicht auf den Boden kommt. Dann liegt es immer an den Kämpfern selber, diese Schwachstellen zu schließen und einfach zu sagen, so, ich arbeite an meinem Grappling, an meiner Takedown-Verteidigung. Oder auf der anderen Seite, ich arbeite an meinem Striking. Denn auch Striking gehört am Ende des Tages dazu. Und ich hau jetzt einfach mal so eine kleine Zukunftsprognose raus. Auch lassen wir mal den Burns-Fight außen vor, weil wir da ja schon Striking gesehen haben von Chimaev. Auch ohne den Burns-Fight, wenn Chimaev jetzt alle Fights bis heute so abgeliefert hätte, wie den Fight gegen Holland. Früher oder später, um einen Titel zu gewinnen, wird er auch auf sein Striking zurückgreifen müssen. Es wird keine Gelegenheit oder es wird keine Chance geben, dass er das gar nicht einsetzen muss. Einer der dominantesten Grappler, Khabib Nurmagomedov, einer der stärksten MMA-Ringer, GSP, Kamaru Usman. Alle mussten an einigen Punkten auch ihr Striking, ihre Nehmerqualitäten, was auch immer, auf jeden Fall irgendwas im Stand zeigen, anwenden. Keiner von denen hat einfach nur die Fights gewonnen, indem er jedes Mal auf den Gegner zugegangen ist, den gepackt hat, auf den Boden gebracht hat und dort von Anfang bis Ende geblieben ist. Nicht auf allerhöchstem Niveau. Auch ein Khabib war weniger als andere Fighter, aber war im Stand in einigen Etappen in seiner Karriere. Und wenn er da jetzt
Nehmen wir mal, er hätte sich null weiterentwickelt. Khabib wäre so, wie er damals angefangen hat, seine MMA-Karriere im Stand geblieben. Weiß ich nicht, ob er genauso viel Erfolg gehabt hätte. Er hat sich da auch weiterentwickelt, wie andere Fighter auch. Und auch ein Chimaev, also für die Leute, die sagen, boah, keinen Bock auf das Grappling, auch ein Chimaev wird früher oder später an jemanden geraten, der diesen Takedown erstmal verhindern kann. Der diesen Takedown verhindern kann oder auf dem Boden nicht submitted wird und dann wird es eine Runde geben, wo es im Stand weitergeht. Dann ist dann die Frage, kann der Gegner daraus Kapital schlagen oder nicht? Ja, jeder hat seine Präferenzen, aber Grappling gehört nun mal zum MMA dazu. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich feiere natürlich auch Fighter wie Wonderboy, wie Holland, wie McGregor, wie Adesanya, einfach wo es im Stand abgeht, wo technisch ein sehr hohes Level erreicht wird. Aber Grappling gehört dazu. Und wenn wir Grappling auf einem Niveau sehen, wie wir jetzt hoffentlich bei Islam gegen Oliveira sehen, bin ich auch sofort dabei. Deswegen bin ich bin am Ende des Tages genau deswegen MMA-Fan, weil es die gemischten Kampfkünste sind. Da habe ich gesagt, wird sehr Hamzat-lastig diese Folge. Zum Glück gibt es ja das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, wer gar keinen Bock hat und sagt, boah, ich kann nichts mehr von dem Typen jetzt erstmal hören, der skippt einfach. Ein paar Nachrichten sind auch dabei, ohne ihn zu behandeln. Ich will nochmal auf das eingehen, was Daniel Cormier gesagt hat bezüglich Joe Rogan, weil da will ich mich einfach mal dem Lob anschließen. DC meinte, er war sehr beeindruckt davon, dass Joe Rogan nicht locker gelassen hat im Post-Fight-Interview und da jetzt nicht sich einfach nur hingestellt hat und gesagt hat, boah, geile Performance, du bist der Beste, eine Ehre, deine Fights zu kommentieren und ciao, sondern er nachgehakt hat und das ist für mich auch eine wichtige Rolle, die ein Kommentator, ein Interviewer dann erfüllen muss. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wenn nach so einem Event das Interview vor dem Fighter hängt, hält die Hand, die das hält, ist immer ein Angestellter von der UFC. Das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich nichts Negatives im Idealfall, außer dann wird es wahrscheinlich ein strenges Gespräch geben mit der UFC. Im Idealfall wird er ja jetzt nicht irgendwelche Fragen stellen, die den Fighter vielleicht auch schlecht dastehen lassen. Deswegen gab es jetzt irgendwie nach einem Fight auch bei Kämpfern, die vorher irgendeine Kontroverse hatten, sei es jetzt vielleicht ein Dopingtest oder sei es irgendwelche Probleme mit dem Gesetz, sei es, weil die irgendjemanden verprügelt haben, was auch immer, nicht im Octagon direkt die Frage, jo, was war da los? Die unabhängige Presse, die danach auf der Pressekonferenz wird, die kann natürlich alles fragen. Das ist eine andere Sache und auch das ist manchmal Dana White, gerade mit Errol Helwani, ein Dorn im Auge gewesen. Aber Rogan, DC, die sind eigentlich nur dafür da, um die Fighter jetzt nicht da, schlecht dastehen zu lassen. Aber Rogan war da sehr hartnäckig, weil Chimaev gesagt hat, ja, ist mir egal, mit dem verpassten Gewicht geht jetzt weiter und Rogan hat gesagt, ja, egal ist nicht. Wäre das jetzt ein Titelkampf gewesen, hättest du nämlich nicht den Titelkampf bekommen, sondern das wäre ins Wasser gefallen und du hättest keine Gelegenheit gehabt, den Titel zu gewinnen. Das fand ich ebenfalls sehr gut und auch sehr bemerkenswert, vielleicht auch bei Joe Rogan so ein bisschen, dass er genervt war von dieser ganzen Situation und deswegen einfach da ein bisschen nachhaken wollte. Da hat er seine journalistische Rolle meiner Meinung nach sehr, sehr gut ausgefüllt und ja, DC find's gut, ich find's gut und das wollte ich einfach auch mal in dem Video erleben. Es gibt häufig so viel Bashing in Richtung von DC und von Joe Rogan. Da wollen wir definitiv auch die positiven Dinge erwähnen. Wie geht's jetzt eigentlich weiter mit Khamzat Chimaev? Er selber hat ja auf der Post-Fight-Pressekonferenz gesagt, gegen Whittaker will ich nicht kämpfen. Whittaker sagte, das ist einfach ein netter Kerl, hat noch nie was Schlechtes über mich gesagt. Ich will gegen die bösen Buben kämpfen. Die, die mich herausgefordert haben, die schlecht über mich sprechen. Sagt, Whittaker ist ein feiner Kerl, gegen den möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Auch cool fand ich, dass er Kevin Holland eingeladen hat, mit ihm zu trainieren, dass er gesagt hat, es ist manchmal so, wir ziehen hier in den Krieg gegeneinander. Jetzt natürlich auch in Anbetracht der aktuellen politischen Lage vielleicht nicht die feinste Wortwahl, aber im übertragenen Sinne, glaube ich, verstehen wir alle, was er meint. Wir kämpfen gegeneinander, dann kann es schon mal hitzig werden, dann wirft man sich Sachen an den Kopf, man rangelt vielleicht ein bisschen miteinander. Aber am Ende des Tages sind wir ja irgendwo vom gleichen Schlag, aus dem gleichen Holz geschnitzt, beide Fighter. Und ich lade ihn herzlich ein, zu uns zu kommen, in unser Team und mit uns zu trainieren. Fand ich grundsätzlich eine sehr, sehr coole Geste von ihm. Ja, die Frage, wie es weitergeht, die hat ja nicht nur Chimaev gestellt bekommen, sondern auch Dana White. Und der hat da schon ein bisschen eindeutigere Worte gefunden, denn er meinte, dass er das Gewicht nicht geschafft hat, ist definitiv ein Problem. Ist ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und er sagt, wenn ihr mich jetzt fragt, sage ich ja, als nächstes steht 185 Pfund an. Man kann einen Fighter jetzt nicht komplett zwingen. Es gibt durchaus Fighter, wo die UFC das vorher gesagt hat, und der Fighter dann trotzdem nochmal die Gelegenheit bekommen hat. Paulo Costa ist ein jüngeres Beispiel. Beim Vettori-Fight auch das Gewicht nicht mal annähernd geschafft. Und dann hat Dana White gesagt, alles klar, Halbschwergewicht, sein neues Zuhause. Schlussendlich hat er jetzt die Kurve bekommen beim letzten Fight gegen Luke Rockhold. Sah er sehr gut aus wieder für die Gewichtsklasse, hat den Cut scheinbar ohne große Probleme geschafft.
Bei Calvin Gastelum war das zum Beispiel auch immer so eine Frage. Mit dem Weltergewicht verpasstes Gewicht, bei Johnny Hendricks ebenfalls. Und bei Calvin Gastelum zum Beispiel ist die UFC dann auch mehr oder weniger hart geblieben. Vielleicht ging das auch von Gastelum selber aus, dass er dann im Mittelgewicht war. Bei Gastelum für mich ein Fehler. Das ist einer, wo ich sagen würde, bitte mach das ganze Jahr über eine Diät und versuch dann im Weltergewicht zu kämpfen. Dort bist du genau richtig aufgehoben eigentlich. Im Mittelgewicht hast du zu viele körperliche Nachteile. Bei Chimaev ist jetzt natürlich interessant, wie geht's weiter? Weil eigentlich, wenn wir diese Leistung jetzt nehmen, rein die Leistung, die er bei UFC 279 abgerufen hat, sollte es keine Frage geben, dass dieser Mann als nächster jetzt im Weltergewicht hinter Edwards und Usman, die glaube ich erstmal das dritte Mal aufeinandertreffen werden, dass er dann anklopft und den Title Fight eigentlich bekommen müsste. Wieder so eine Performance, 24 Stunden, einen Gegner gewechselt, das ist einfach brutal, das ist sehr stark. Aber natürlich das Gewicht, es war nicht im Weltergewicht. Es war ein Catchweight, knapp 180 Pfund. Das ist ein Problem, sehe ich auch so wie Dana White, aber das Mittelgewicht ist eigentlich für Chimaev rein vom Stil her aktuell eine sehr, sehr gute Division. Es gibt den einen oder anderen Fighter, wo ich sehr neugierig bin, wie da der Kampf ausgeht, unter anderem Paulo Costa, weil Costa ist ein kräftiger Bursche. Ja, ich weiß, es gibt bei fast allen immer diesen Vergleich, wenn die gegen Romero gekämpft haben, wenn Romero mit seinem Ringen es nicht geschafft hat, aber Romero ringt offensiv auch sehr, sehr selten. Trotzdem natürlich ein kraftvoller Kerl. Wenn der dich auf den Boden bekommen möchte, schafft er das meistens, dich dort zu halten und dann seine eigene Ausdauer zu regulieren, das ist eine andere Frage. Aber Costa ist definitiv nicht einfach auf den Boden zu bekommen, ein richtiges Powerhouse. Auch Luke Rockhold hatte so seine Probleme damit, Costa auf dem Boden so zu kontrollieren, wie wir das normalerweise von Luke Rockhold kennen. Und Müdigkeit vielleicht ein Thema, da sind wieder die Höhenmeter, aber das hat natürlich beide betroffen in diesem Fight. Ein Marvin Vettori, der ebenfalls sehr schwer auf den Boden zu bringen ist und sehr kräftig ist. Das würde, glaube ich, dann eher in Richtung Standkampf gehen. Also es gibt einige interessante Herausforderungen. Ich denke, das Mittelgewicht aber, weil da so viele Striker zu Hause sind, trotzdem eine gute Division. Und auch Chimaev ist ja, weil er jetzt eine Gewichtsklasse aufsteigt, nicht plötzlich ein kleiner Mann. Weiterhin fast 1,90, 1,88, glaube ich, groß. Das ist auch ein Gardemaß im Mittelgewicht, wo er definitiv einer der größten Männer sein wird. Weltergewicht ist die Frage, schafft er den Cut überhaupt nochmal auf gesunde und vernünftige Art und Weise? Oder wird beim nächsten Mal auch wieder der Arzt sagen, lass es lieber sein? Weil dann muss man, so geil natürlich diese Champ-Champ-Geschichte auch ist und man möchte Geschichte schreiben, da muss man einfach auf die eigene Gesundheit und auch auf die Langlebigkeit gucken. Was macht man mit seinem Körper? Und das ist, glaube ich, nicht wert. Mittelgewicht wäre für mich ein logischer Schritt jetzt, auch um zu gucken, wie entwickelt sich der Fight zwischen Edwards und Usman, wann kämpfen die überhaupt? Ist der Fight vielleicht erst im März, im April, vielleicht noch später? Chimaev, so wie der jetzt gekämpft hat, wie viel Schaden der genommen hat, gehe ich davon aus, nächste Woche könnte er wieder kämpfen. Also wäre cool, wenn man ihn dieses Jahr nochmal sieht. Ich weiß nicht, wie das im Zeitplan mit Costa passt, weil der ja auch diesen Handbruch hatte gegen Luke Rockhold. Vielleicht ist die Card in Brasilien im Januar eine gute Option für ihn. Für Khamzat Chimaev im Mittelgewicht, nicht sein Debüt, da hat er auch in der UFC schon gekämpft, aber eventuell gegen jemanden wie Paulo Costa, weil ein Sieg gegen jemanden wie Paulo Costa oder gegen Marvin Vettori oder gegen Whittaker heißt, er springt sofort rein. Dann ist er vielleicht in einer ähnlichen Situation wie im Weltergewicht, dass er erstmal gucken muss, wie entwickelt sich das an der Spitze, aber der Fight von Izzy und Pereira, der ist ja jetzt dieses Jahr schon. Das heißt, wir werden dann einen Champion haben, den alten oder einen neuen. Und dann fehlt Chimaev vielleicht wirklich nur dieser eine Fight. Es gibt die Geschichte mit Costa, die Promo ist schon da. Die Gewichtsklasse würde, glaube ich, auch für Chimaev sehr gut passen. Wenn er dort gewinnen kann, steht er vielleicht kurz vor einem Title-Shot im Mittelgewicht und kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. So, jetzt lassen wir den guten Mann aber in Ruhe. Khamzat Chimaev, genug Material für die News jetzt geliefert. Wir gehen weiter zu Tony Ferguson. Tony Ferguson hatte jetzt einen Fight bei UFC 279, von dem viele nicht unbedingt begeistert gewesen sind. Kann ich verstehen. Einige haben auch hervorgehoben, da bin ich auf meine Analyse eigentlich auch viel zu wenig eingegangen, wie viel Situationskomik es eigentlich in diesem Fight gab und wie viel Lächeln, wie viel Fistbumps, wie viel Auflockern, wie viel Hinlegen und ja, das war an einigen Punkten vielleicht wirklich schon, dass man sich die Frage gestellt hat, okay, sind da wirklich zwei Leute, die sich definitiv an die Kehle wollen, also wirklich finishen wollen, auf Teufel komm raus den Sieg holen wollen? War vielleicht auf Seiten von Tony auch der Respekt gegenüber Nate etwas zu groß, etwas zu viel vorhanden?
Ich weiß, dass sein eigenes Schienbein ja auch schon ordentlich am Bluten gewesen ist. Aber so wie sich Diaz bewegt hat, eigentlich mit der absoluten Vorstellung und Absicht zu sagen, boah, ich will den Typen besiegen, tritt dem sein vorderes Bein kaputt bis zum geht nicht mehr. Nimm das auseinander. Der war am Hinken, der hat seine Spielchen gemacht. Spiel die Spielchen nicht mit. Attackier weiter das vordere Bein. Er hat darauf kaum eine Antwort gehabt, außer halt zu zeigen und irgendwie eine Show zu machen. Sich an einem Punkt habe ich auch wirklich ganz kurz gedacht, für eine Sekunde habe ich mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, Diaz hört jetzt auf. Diaz sagt jetzt dem Referee, okay, das war's, ich habe keinen Bock mehr hier, wenn er nur mein Bein tritt und dass er dann einfach so abtritt. Da habe ich für eine Sekunde wirklich gedacht, da hinterher zu gehen, weiter dieses Bein zu attackieren. Je mehr du das Bein, ich meine, ihr wisst das auch alle, wenn ihr Kampfsport über längere Zeit guckst, je mehr du das Bein attackierst, nicht nur, dass der Gegner unbeweglicher wird, irgendwann konzentriert er sich nur noch auf die Low-Kicks und der Kopf ist frei für irgendwelche Attacken. Ob es an der Puste liegt, ob es daran liegt, dass wir dürfen nicht vergessen, Tony ist übel K.O. gegangen. Und wie oft haben wir jetzt beim Fight von Usman gegen Leon Edwards darüber gesprochen, warten wir mal ab, in welcher Verfassung Usman zurückkehren wird. Genau diese Antwort, glaube ich, haben wir bekommen bei Tony. Er ist als definitiv anderer Fighter im Stand zurückgekehrt seit diesem Knockout gegen Chandler als vorher. Deutlich ängstlicher, deutlich besorgter dafür, saubere Treffer auf sein Kinn zu bekommen. Das hat mich schon etwas erschrocken. Tony ist Tony, wird immer eine Legende sein in diesem Sport für mich. Hat jetzt angekündigt, dass er auch mit den Diaz-Brüdern gerne trainieren möchte. Da wird jetzt Charles Oliveira wahrscheinlich sagen, hey Bro, ich hab's dir auch angeboten. Bei mir hast du gesagt, nee, weil wir nochmal gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das Angebot könnte er auch annehmen. Ich gönne Tony alles Glück der Welt, aber ich möchte ihn nicht weiter in solchen Situationen sehen. Ich glaube, da sind viele Alarmglocken angegangen. Eventuell kommt auch einiges dazu. Gegnerwechsel, 5 Runden statt 3, neue Gewichtsklasse. Der Knockout ist noch nicht lange her, war im Mai. Ich habe aber schon im Analysevideo darüber gesprochen. Ich habe selber die Sorge, dass auch ich und alle anderen MMA-Fans, die es gut mit Tony meinen, sich das nur einreden und nur nach möglichen Strohhalmen suchen, an denen man sich festhalten kann. Und dass am Ende des Tages einfach die Zeit von El Kukui, so leid es uns allen wahrscheinlich tut, vorbei ist. Nochmal zur Verschwörungstheorie. Dana White hat dazu ebenfalls Stellung bezogen. Und er war sehr verwundert. Ich meine, er hat sehr deutliche Worte gewählt. Er sagt, die ganzen Verrückten im Internet, die jetzt glauben, dass da irgendeine Verschwörungstheorie irgendeine Grundlage hat, dass da eine Verschwörung im Gange ist, dass das irgendwie alles so geplant worden wäre. Er sagt, ihr glaubt echt, dass ich diese ganzen verrückten Charaktere, Chimaev, Diaz, Holland, Ferguson, dass ich das irgendwie schaffe, die alle unter einen Hut zu bekommen, mit denen allen und deren Teams so eine Absprache treffen kann, um das alles so groß zu inszenieren. Er sagt, wenn ihr das glaubt, dann Prostmahlzeit. Also Dana White hat da eindeutig Stellung zu bezogen. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen. Ich persönlich glaube nicht dran, aber nur weil ich jetzt von irgendwas nicht überzeugt bin, bin ich jetzt kein Freund davon, andere jetzt wegen ihrer Ansicht oder Meinung lächerlich zu machen. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass es alles geplant gewesen, okay. Ihr könnt genauso nur vermuten, wie ich das auch nur kann. Warum sollte ich da jetzt unbedingt mehr Recht haben als ihr? Ich bin halt nicht davon überzeugt, das teile ich hier natürlich in diesem Video mit euch. Wer oder was dieser Rattenschwanz dann natürlich mit sich zieht und warum ich auch nicht glaube, dass sowas geplant ist, jetzt. Die Kommission in Nevada forscht nämlich aktuell nach. Die möchte herausfinden, was ist genau passiert, Backstage bei UFC 279. Und die verteilen die Lizenzen. Und sie sagt, hey, alle Lizenznehmer dort, also alle Kämpfer, werden jetzt von uns genau untersucht und wir werden gucken, was da vorgegangen ist. In der öffentlichen Stellungnahme heißt es auch, ja, man ist sich bewusst, Trash-Talk ist Teil des Kampfsports, des MMA bei der UFC. Aber sobald es irgendwelche körperlichen Auseinandersetzungen gibt, dann wollen wir natürlich wissen, was genau Sache gewesen ist und vielleicht auch Leute dementsprechend bestrafen. Es ist ein größeres Bild. Also viele haben manchmal, glaube ich, so diesen zu starren Blick, dass die UFC oder überschätzen, wie viel Macht die UFC hat. Natürlich wissen wir, kennen alle den Spruch, Geld regiert die Welt. Aber die UFC muss sich mit Kampfkommissionen herumschlagen. Die UFC stellt ja auch nicht selber Ringrichter und Punkterichter. Das ist ja auch so eine Sache, dass man immer sagt, boah, die UFC hat es geschoben, die UFC kann da gar nichts schieben, weil die können jetzt nicht sagen, so, ich habe hier 3 Kumpels von mir und meinen Gärtner und die werden jetzt Ringrichter sein und da irgendwie Punkterichter. Das wird immer von der Kampfkommission alles
in die Wege geleitet. Jetzt glaube ich schon, dass die UFC eine gewisse Einflussnahme nehmen kann, wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, den Referee, bitte schickt uns den auf gar keinen Fall, den wollen wir nicht, oder für einen großen Kampf wollen wir einen sehr erfahrenen Mann haben. So ein bisschen Einflussnahme geht, glaube ich. Aber die UFC sitzt da nicht am Tisch und trifft dann da diese ganzen Entscheidungen mit. Wäre ja auch fatal für alle möglichen Wettanbieter, dafür, dass das ein richtiger Sport ist halt. Auf jeden Fall werden Nachforschungen betrieben, dass man gucken möchte, was ist da passiert, dass man das nicht alles auf sich beruhen lässt, sondern sagt, okay, wer hat da wen angegriffen? Wir werden Videomaterial auswerten und eventuell auch ein paar Strafen aussprechen. Das wird wahrscheinlich nicht viel ergeben am Ende. Da wird jetzt keiner auf Lebenszeit gesperrt oder seine Lizenz verlieren. Dafür war es, glaube ich, nicht schlimm genug. Wenn selbst Conor McGregor mit diesem Busattentat nicht seine Lizenz verloren hat als Kämpfer, dann wird das dafür definitiv auch nicht kommen. Aber auch bei Conor hat sich ja damals Dana White Sorgen gemacht. Ey, das ist kein Amerikaner. Wenn der jetzt als Ausländer in den USA für etwas, für eine schwere Straftat, wie hier diese Körperverletzung, verurteilt wird, dann hat er definitiv Probleme mit dem Visum. Dann kann der nicht mehr einreisen. Das macht es schwierig, ihn irgendwo kämpfen zu lassen innerhalb der Vereinigten Staaten. Das ist ein sehr reales Problem. Und ich glaube nicht, dass die UFC so viele Probleme und Baustellen aufmachen möchte für etwas, was man von Anfang an selber hätte machen können, nämlich diesen Pay-Per-View komplett anders zu gestalten. Als riesiger Plan sehe ich das nach wie vor nicht. Aber vielleicht täusche ich mich auch und am Ende kommt es raus und in 20 Jahren gibt Dana es zu, hey, es war alles geplant, weil die Verkaufszahlen von UFC 279 waren beschissen und deswegen muss man was dran drehen. Who knows? Ich bin jetzt mal sehr gespannt, welche Zahlen schlussendlich UFC 279 wirklich reingebracht hat und ob das der Daumen nach oben geht oder ein absoluter Flop war. Hasbullah Magomedov hat einen 5-Jahres-Vertrag mit der UFC unterschrieben. Ich musste auch erstmal zweimal lesen, bis ich das verinnerlicht habe. Und es geht natürlich um Teilnahme an irgendwelchen Veranstaltungen, um Medienpräsenz auf Pressekonferenzen, um wahrscheinlich auch im Social-Media-Bereich irgendwie Hasbullah mit an Bord zu holen. Vielleicht nicht nur, um zu sagen, wir wollen profitieren davon, sondern auch, um einfach zu sagen, hey, wir finden seine Geschichte ganz cool, was er quasi aus seiner Situation, dass er noch das Beste rausholt daraus, und gerne geben wir dem die Gelegenheit, dann auch international noch bekannter zu werden und hier beim MMA, bei der UFC mit am Start zu sein. Grundsätzlich, was cool ist, Dana White ist auch ein großer Fan von ihm, und was interessant ist, er hat gesagt, hey, er hat selber ein Video mal gemacht, wo er gesagt hat, Hasbullah will er einladen zu Abu Dhabi, zur UFC mit Top-Sitzplätzen. Und er sagt, dieses Video haben 6,4 Millionen Menschen gesehen und er hat 6,7 Millionen Follower. Also da meinte, da war ich absolut weggeblasen davon, was hat er eigentlich für eine Social-Media-Präsenz, Hasbullah. Und auf die Frage nach einer Unterschrift oder nach einem Kampf hat er gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit größer als null? Definitiv. Heißt erstmal nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass die UFC jetzt hier den Weg gehen wird und versucht, da noch eine Extra-Division zu schaffen, weil es ist natürlich auch ein gefährlicher Grat oder ein schmaler Grat zwischen wir machen ein bisschen Spaß und wir bewegen uns dann komplett auf vielleicht in die WWE, WWF-Richtung. Cool, wenn man ihn irgendwo dabei hat, wenn man ihn dazu holt, jetzt auch diese Interview-Segmente und das Wettessen mit Alexander Volkanovski, wobei ich da sagen muss, ja, jetzt werden einige wieder sagen, boah, Bakko, manchmal bist du einfach voll der üble Langweiler, aber ich weiß nicht, wann ich das irgendwann verinnerlicht habe, aber ich bin grundsätzlich immer, dass ich sage, ich bin keine Karen, dass ich dann da auch meckere, aber mit Essen irgendwas zu machen, das ins Gesicht zu schmieren, wegzuschmeißen, damit zu werfen, werde ich wohl nie ein großer Freund von sein. Habe ich vielleicht mal gemacht, als ich 12 war oder keine Ahnung was, wo man das witzig fand, aber grundsätzlich, ich versuche das meinen Kindern auch zu sagen, mit Essen spielt man nicht. Ey, ganz ehrlich, das ist einer der Gründe, warum ich auch überhaupt mal zugenommen habe in meinem Leben, jetzt seitdem ich Vater geworden bin, vor acht, neun Jahren. Ich kann nichts wegschmeißen. Wenn die Kinder irgendwas überlassen, ich verwerte das. Alles wird gegessen, ich werde nichts. Also solange es nicht schimmelig verdorben ist, schmeiße ich hier in diesem Haus nichts weg. Wird alles gegessen. Da bin ich kein großer Fan von, wenn man da irgendwie Essen verschwendet, ins Gesicht schmiert oder wegschmeißt. Nicht cool. Aber davon mal abgesehen, jetzt gut genug mit dieser Moralpredigt, davon mal abgesehen, glaube ich,
ist das eine witzige Ergänzung. Nicht als Fighter, sowas, nein, glaube ich nicht. Ich will da auch nicht mit dem anderen kleineren Typen da irgendwie so ein Fight sehen, dass man sagt, da macht man ein Spaß-Event. Meinetwegen, wenn einer das unbedingt braucht, ballert das auf dem Fight Pass. Wer das angucken will, kann das machen, aber vor so einem Pay-Per-View brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Wenn die es doch machen, wird das für mich definitiv der Moment sein für eine Pinkelpause. Das brauche ich nicht, aber ihm eine Plattform zu geben, eine Chance zu geben, klar, warum nicht? Finde ich eine coole Geschichte von der UFC. Paddy Pimblett hat ein Video hochgeladen auf seinem YouTube-Kanal, wo er mit ein paar Marines trainiert. Spoiler-Alarm. Man sieht zwar, dass ihm bei dem Kraftausdauertraining so ein bisschen die Pumpe geht, aber beim Grappling sieht man schon, wer das mehrere Stunden jeden Tag macht und damit sein Geld verdient. Das ist jetzt auch, soll kein Marine oder kein Soldaten irgendwie lächerlich machen. Das ist für mich klar, wenn man sich in diesem Regelwerk aufhält, dass derjenige, der das hauptberuflich macht, da einfach einen Vorteil hat, hat man hier an einigen Punkten auch wieder gesehen. Paddy, ich habe nicht das ganze Video gesehen. Ich habe irgendwann mal eingeschaltet, da stand es 8-0, glaube ich, für Paddy. Also vielleicht gab es auch einen Marine, der ihm dann noch eine Submission abgerungen hat. Muss ich mir auch nochmal anschauen, das Video. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Einmal hat Paddy nochmal über psychische Erkrankungen gesprochen, was ich sehr wichtig finde. Auf der anderen Seite, Paddy hat das vor einem Tag hochgeladen, das Video, und das hat jetzt schon über 1 Million Klicks. YouTube Money ist eine reale Geschichte. DC hat letztens auch in der Vorberichterstattung zu UFC 279 drüber gesprochen. Vielleicht ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber er meinte, ich war schockiert von den YouTube-Zahlen. Das ist aktuell meine Haupteinnahmequelle. Unterschätzt das nicht. Genauso wie Chael Sonnen mit seinen Videos einen Arsch voll Geld verdient, DC auch Paddy Pimblett. Warum ich das überhaupt erzähle? Einmal natürlich macht ein YouTube-Kanal auf. Nein. Zweiter Punkt, der wichtigere, Paddy wird damit richtig gut Kohle verdienen. Und wenn er so gut Kohle verdient, wird ihn das vielleicht deutlich seltener aus seiner Komfortzone rausholen, dass er dann irgendwann sagt, okay, jetzt greife ich richtig an, weil kohletechnisch wird er da gut aussorgen mit seinem YouTube-Kanal. Das nur am Rande. Das andere Thema, über das er gesprochen hat, was auch deutlich wichtiger ist als die Kohlenfrage, er hat nochmal betont, wie wichtig die mentale Gesundheit ist. Und dass, wenn es euch schlecht geht, hat er gesagt, hatte er im Jahr 2018 selber. Da ist seine Freundin jeden Tag zur Arbeit gegangen, er saß zu Hause und hat eine Stunde erstmal ins Kissen geheult. Dann hat er sich irgendwann geöffnet, es irgendeinem Freund, einem Coach, wem auch immer erzählt. Und er meinte, das war wie ein Gewicht, das von seinen Schultern, von seinem Herz genommen wurde. Er hat sich viel befreiter gefühlt. Er empfiehlt das jedem und er sagt, wenn ihr einen Kumpel habt, wo ihr hingeht und sagt, pass mal auf, ich vertraue mich dir an, mir geht's nicht gut. Ich bin einfach down wegen den und den Gründen. Und der macht einen Joke drüber oder macht sich drüber lustig und sagt, ja, mir geht's super. Das ist nicht euer Kumpel. Das ist nicht euer Homie, nicht euer Bruder, was auch immer. Dem ist euer Wohlergehen, dem liegt das nicht am Herzen. Einem, dem das wirklich wichtig ist, der wird euch zwar auch immer einen Real Talk raushauen, wenn ihr das braucht, wenn ihr irgendeinen Scheiß macht in eurem Leben, aber der wird auch immer offene Arme dafür haben, um zu sagen, euch zu helfen. Und ich garantiere euch, jeder von uns hat einen Bekanntenkreis, hat einen Freundeskreis mit, die einen haben vielleicht mehr, die anderen haben weniger. Wirklich, meiner Erfahrung nach, ne, in meinen Lebensjahren, die ich jetzt gesammelt habe, richtig verlassen könnt ihr euch meistens noch nicht mal auf eine Handvoll. Und mit verlassen meine ich wirklich die Leute, die ihr mitten in der Nacht anrufen könnt, die da sind, wenn ihr einen Umzug habt, die euch letzten Bissen vom Döner geben. Wobei, okay, ey, den gibt keiner ab. Diesen letzten Dönerbissen so ein bisschen noch getränkt in der ganzen Soße, köstlich. Da würde ich lieber beim Besten, da würde ich dem Ogen eher die Hand abhacken, als den diesen Bissen zu übergeben. Das ist die einzige Grenze, die ich ziehe. Aber ansonsten denke ich mal, wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr da Probleme habt, ich gebe mal diesen Appell von Paddy the Baddy weiter. Drüber quatschen, irgendwie eine Änderung in Gang bringen. Irgendwas machen, nicht einfach nur dieses klassische Toughman, nee, ich stecke das schon weg und Männer reden darüber nicht. Redet drüber, ändert was, wird euch besser gehen. Zum Schluss eine ziemlich traurige Nachricht. Elias Theodorou mit 34 Jahren an Leberkrebs gestorben. Der, ich glaube, Kanadier, mit griechischen Wurzeln, weil viele Griechen nach Australien ausgewandert sind, habe ich durcheinander gebracht. Mit 34 Jahren verstorben. Ultimate Fighter gewonnen. Bei der UFC, ich glaube, einen Rekord von 8 Siegen, 3 Niederlagen gehabt. Also eine durchaus erfolgreiche Karriere als Kämpfer gehabt. Das ist im Endeffekt aber völlig wurscht. Mit 34 Jahren an Krebs zu sterben, ist natürlich kein Alter. Klar, auch mit 84 möchte keiner irgendwie an Krebs sterben. Aber mit 34 hat er wahrscheinlich noch einiges vorgehabt. Und da ist so eine Sache, kriege ich auch immer eine Gänsehaut, wenn sowas kommt. Sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter. Und führt mir auch nochmal vor Augen, dass wir immer glauben, am nächsten Tag geht es weiter und ich habe noch das vor und jenes vor. Ist nicht so.
Ist nicht bei allen so. Manchmal kann es wirklich von einem Tag auf den anderen vorbei sein. Er hat auch scheinbar keinem großartig davon erzählt. Einen kleinen ausgewählten Kreis, den er eingeweiht hat, aber das Ganze nicht öffentlich gemacht. Gut, relativ schnell und dramatisch scheint dann jetzt die Krankheit verlaufen zu sein. Natürlich bitter in seinem Alter. Sollte uns allen, wenn wir versuchen, selbst aus solchen Tragödien das Positive zu ziehen, vor Augen führen, wie kostbar das Leben ist. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Einmal, und ist jetzt die letzte kleine Moralpredigt, dann seid ihr mich für heute auch los. Einmal, was ist wichtig? Was ist wichtig im Leben? Erinnert ihr euch später? Ich versuche das ja selber bei mir auch zu reflektieren. Wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege, denke ich dann drüber nach, boah, dieses eine Mal, dass ich da komplett pünktlich bei der Arbeit war, oder weißt du noch das Meeting, was ich da hatte, oder das Projekt, was ich... Das werden nicht die Sachen sein. Es werden die Sachen sein, wenn ihr mit eurer Familie und Freunden zusammengesessen habt, wenn ihr am Lachen wart, wenn ihr Geburtstag gefeiert habt. Das werden die Erinnerungen sein. Und nicht irgendeine Erinnerung auf ein geiles Auto, wo ihr drin gesessen habt, oder irgendwas anderes. Das werden die kostbaren Erinnerungen sein, die ihr mitnehmt. Und der zweite Punkt, was ist denn eigentlich jetzt, worauf ich mich fokussieren sollte? Was ist jetzt wichtig? Mich mit irgendeinem Typen zu streiten, weil der eine andere Meinung hat, sage ich, weil es jetzt gerade passt, natürlich zum MMA-Bezug, Community, der mag den Fighter, ich mag den Fighter. Da sollte man keine Energie reinballern. Guckt, was ihr aus eurem Leben machen wollt. Konzentriert euch darauf und lasst diese ganzen Nebengeräusche und die Nebenbaustellen alle außen vor. Denn wir sehen an diesem furchtbaren Beispiel, wie schnell es vorbei sein kann. 34, absolut kein Alter. So, jetzt ist aber genug hier von Onkel Paco. Ihr seid mich los. Wie immer danke ich euch sehr fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis demnächst. Pow. Und let's fight.